Ich heiße Hans Eschlimann. Ich habe im 1974 das erste Mal Bau in Däliken und so auch den Kontakt bekommen mit der Däliker Firma, auch mit der Firma Stüssi. Konkret dafür haben gesprochen, wo man dann abgeweckt hat, betonieren vor Ort. Das ist zu fein, zu teuer und zu lang. Wir machen das mit Elementen. Thema Brandschutz, das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man etwas so baut mit Elementen. Dann hast du Brandschutz kein Thema. Heute baut man ja alles mit Elementen, oder viel kann man mit Elementen bauen. Und dort erfüllen wir natürlich auch die feuerpolizeilichen Auflagen. Da ja die Firma Stüssi ein Nachbar ist von uns, wir sind keine 50 oder 100 Meter weg, ist das naheliegend, dass man einen Nachbar mit diesen langen Elementen auf dem Transport hat, also wenn es geschützt ist. Nicht, dass man weiss, der Teufel woher die Elemente muss nehmen oder der Stahl weiss ich woher, sondern da vor Ort, auf dem Platz Däliken wird das fabriziert und da montiert. Und das ist auch ökologisch, nicht in der halben Welt muss man fahren. Und das ist eine Entscheidung, kommt mal, machen sie so. Ja, die Firma Stüssi hat natürlich Erfahrung, was Elementbau ist. Ich meine, die haben schon einen Block gebaut hier in Däliken, auch andere Sachen. Die hat natürlich Erfahrung. Der Stefan Stüssi, der Ingenieur, er hat den Laden im Griff und weiss, um was es geht. Vor allem gute Leute im Werk, muss ich noch betonen. Ich wohne ja gerade in der Nähe. Ich höre, dass manchmal schon morgen um 6 Uhr rüttelt, dass sie schon wieder im Werk kommen. Das sind tüchtige Leute. Ich kenne die Familie, es ist eine seriöse Familie, eine gute Familie, ein richtiger Familienbetrieb. Der Bau, den wir hier gemacht haben, der ist multifunktionell. Man kann eigentlich alles machen. Und ich werde nie Angst haben, einen Mieter zu finden hier in der Ecke, wie das ganze gescheites Gebäude ist. Eigentlich, wenn man dann die Elemente anschaut, wie schön, dass die super sind. Und das macht auch Freude. Heute ist es ein schöner Bau, wo man Freude macht. Und auch die Mieter, wichtig, dass die Mieter glücklich sind. Ich bin stolz, dass wir so etwas Schönes bauen haben, wo nicht nur für morgen ist, sondern wirklich über Zeiten, über Jahrzehnte, wenn man die pflegt, wird die brauchbar sein. Das ist wichtig. Von der Infrastruktur her absolut eine Bombe heute. Und also das Gebäude ist top.